Design ist überall. Wir bewundern es, wir verachten es, aber das meiste bekommen wir nicht einmal mit. Jedes Objekt unseres Alltags wurde von irgendjemandem designt. Darunter sind Dinge, die wir nur wegen ihres Designs kaufen. Dinge, die wir hässlich finden, aber auch Dinge, deren Design darauf ausgelegt ist, egal zu sein. In den Hintergrund zu treten, wie bei Laptops, Smartphones oder Tablets. Design ist Geschmackssache, doch das soll nicht das Fazit dieses Videos sein. Ich bin Technik-YouTuber und deswegen soll es heute um Industriedesign gehen und die 10 Thesen für gutes Design von Dieter Rams. Das ist Dieter Rams. Er ist der prägendste Designer der deutschen Nachkriegszeit, in der man sich nach einer Zukunft sehnte, die ganz im Gegensatz zur künstlich aufgeblasenen, selbstsüchtigen Nazi-Propaganda unaufgeregt, einfach und klar sein sollte. 4 Jahrzehnte lang arbeitete Rams bei Braun, seit 1961 als Chefdesigner. Dort gestaltete er Produkte des Alltags, von Elektro wie Haushaltsgeräten über den ersten Taschenrechner für den Privatgebrauch bis hin zu unzähligen, aber immer durch Klarheit geprägten Audiogeräten in allen Größen und Formen. Der inzwischen verstorbene Apple-Chef Steve Jobs bewunderte sein Design und Apples aktueller Chefdesigner Jony Ive lässt keine Gelegenheit aus, auf Dieter Rams als großes Vorbild hinzuweisen. Diese Inspiration sieht man Produkten wie dem iPod, dem iMac, vielen kleinen Details und selbst der Taschenrechner-App des ersten iPhones an. Seit 1957 entwirft Rams außerdem Möbel für den Hersteller Witzo und in den 70er Jahren stellte er seine 10 Thesen für gutes Design auf, die ich jetzt gerne vorstellen möchte. Gutes Design ist innovativ. Hier werden gleich zwei Dinge klar. Erstens, dass Form und Funktion für Rams untrennbar miteinander verbunden sind. Und zweitens deutet sich etwas an, das Rams sehr wichtig zu sein scheint. Nämlich, dass Design genau wie Technologie und Kultur immer im Wandel ist. Es also gut sein kann, dass auch seine Thesen irgendwann überholt sind. Es ist sicherlich klug, das gleich als ersten Punkt festzuhalten, um gar nicht erst das Gefühl aufkommen zu lassen, mit seinen Thesen einen Anspruch allgemeiner Gültigkeit erheben zu wollen. Im Gegenteil, seine Thesen sollen nicht dogmatisch befolgt, sondern immer wieder hinterfragt werden. Gutes Design macht ein Produkt brauchbar. Hier widerspricht Rams dem weit verbreiteten Irrtum, dass Design nur beschreibt, wie etwas aussieht. Aber Design meint vor allem, wie etwas funktioniert. Gutes Design ist ästhetisch. Der Punkt steht für sich, ich möchte aber noch hinzufügen, nur weil ein Produkt gut aussieht, muss es noch lange nicht gut funktionieren. Und nur weil ein Produkt funktioniert, sieht es noch lange nicht gut aus. Man sollte es so lange überarbeiten, bis beides stimmt. Gutes Design macht ein Produkt verständlich. Das heutige Wort dafür ist intuitiv. Es wird inflationär benutzt, doch ein tolles Beispiel dafür ist Googles Material Design. Die Idee der 2014 vorgestellten Designsprache ist, dass Software, genau wie Material im echten Leben, eine logische Struktur mit Ebenen und Richtungen hat. Also entwickelten sie Animationen mit dem Ziel, dass der Nutzer immer genau versteht, woher die Inhalte auf seinem Bildschirm kommen und wohin sie verschwinden. Auch wenn Dieter Rams Mitte der 70er sicherlich nicht an Software Design gedacht hat, so ist Material Design ein Paradebeispiel. Gutes Design ist unaufdringlich. Genau deswegen ist Randlosigkeit die Königsdisziplin aller Smartphones, Tablets oder Smartwatches. Gutes Design ist ehrlich. Ich weiß nicht, ob das zu idealistisch ist, doch ich glaube, dass nur so langlebiges Design entsteht. Gutes Design ist langlebig. Ein weiterer idealistischer Punkt, der den Begriff der Zeitlosigkeit mit sich bringt. Doch mein Problem ist, dass die Absicht der Zeitlosigkeit heute ins komplette Gegenteil verkehrt wurde. Jedes Jahr gibt es ein neues Smartphone mit einem neuen, zeitlosen Design, das das zeitlose Design des letzten Jahres ersetzt und erst dadurch begehrlich wird. Es ist ein genialer Schachzug, mit Zeitlosigkeit genau das Gegenteil zu bewerben. Gutes Design ist konsequent bis ins letzte Detail. Gutes Design ist umweltfreundlich. Schon 1976 wies Dieter Rams selbst auf die zunehmende und unumkehrbare Knappheit natürlicher Ressourcen hin und forderte Designer und alle anderen dazu auf, mehr Verantwortung für ihre Umwelt zu übernehmen. Es ist das alte Dilemma, dass diejenigen, die Konsumgüter produzieren und von deren Verkauf profitieren, gleichzeitig authentisch dafür sorgen sollen, Verschwendung zu verhindern. Es geht nicht.
Von menschenunwürdigen Produktionsbedingungen und dem Einsatz von immer mehr kostbaren Ressourcen für immer kurzlebigere Produkte will ich gar nicht erst anfangen. Und ich muss ehrlich zugeben, dass genau das auch einer der Punkte ist, an dem ich mit dem Content auf diesem Kanal immer mehr in Gewissenskonflikte gerate, weil ich im Endeffekt, ob bewusst oder unbewusst, genau dieses hier mit vorantreibe. Gutes Design ist so wenig Design wie möglich. Sicherlich ein kontroverser Punkt, der aber jeden Minimalisten auf seine Seite zieht. Apple zum Beispiel verfolgt diese These kompromisslos. Doch das war nicht immer so. Noch vor der Jahrtausendwende waren Apples Computer poppig bunt. Es gibt die Diskussion, dass auch diese neue Eleganz ein Trick ist. Denn edle und zurückgenommene Metallgehäuse täuschen weit besser über die ökologischen Folgen des Wohlstands hinweg als verspielt anmutende Plastikbomber. Die Idee für dieses Video und besonders die Kritik in den letzten beiden Punkten kamen mir durch das Buch Apple Design. Es erschien anlässlich der Ausstellung Stylectrical von Elektrodesign, das Geschichte schreibt, und ist kaum noch erhältlich. Ich versuche trotzdem, in der Videobeschreibung noch etwas zu verlinken, denn es ist wirklich gut und vor allem die zweite, bebilderte Hälfte des Buches erinnert sehr an das Designed by Apple in California Buch von Apple und das kostet 200 Euro. Bitte schaut in die Videobeschreibung, schaut euch die Quellen an, da sind wirklich einsichtsreiche Sachen dabei. Meine Frage an euch ist, was ist das schönste Objekt, was ihr kennt, besitzt oder haben wollt? Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.